die einzige Schweizer Trainerin, Join-Up-Trainerin. Du kommst aus Zürich. Kannst du ein bisschen über deine Arbeit und deinen Werdegang erzählen? Wie ist das dazu gekommen? Ja, also ich bin einfach die Instruktorin für Monty Roberts in der Schweiz. Und wir hoffen natürlich, dass noch ganz viele danach kommen und hinterher kommen, dass ich nicht alleine dann bin. Aber momentan bin ich eben noch die Einzige in der Schweiz und eben im Raum von Zürich. Und ich kam eigentlich dazu, ich habe schon ganz lange mit Pferden immer was gemacht. Und ich hatte ein eigenes Pferd auch und so kam ich eigentlich zu Monty Roberts, indem ich angeschaut habe, welche Methoden gibt es, welche verschiedenen Methoden. Und somit hatte ich eigentlich das Interesse, dann mit Monty Roberts Methoden zu arbeiten. Habe dann angefangen, den Introductory-Kurs zu machen und bin dann zum Advanced-Kurs gekommen. Habe lange für ihn auch, habe lange bei ihm auf der Farm gearbeitet in Amerika, als Lehrerin im Grunde, Internship nennt man sowas. Und so kam ich dann zu meinem Instructor-Team. Mhm. Ja. Und du bildest jetzt einfach Pferde aus oder einfach Menschen, wenn sie mit ihren Pferden arbeiten lernen? Beides. Ich mache beides. Ich bilde, also man kann Pferde zu mir ins Training geben, dann trainiere ich die erst, aber ich hole immer auf jeden Fall den Besitzer dazu, weil es ist immer ganz wichtig, dass der Besitzer das dann auch kann. Oder man kann auch zu mir kommen mit einem eigenen Pferd und kann einfach an einem Kurs teilnehmen, eben Join-Up-Kurs oder Doppellogen-Kurs oder das Dooley lernen, das Dooley-Halfter von Monty Roberts mit seinem eigenen Pferd. Oder man kann einfach nur selbst das lernen, man kriegt dann ein Pferd von mir und man lernt dann zum Beispiel, wie man Join-Up macht. Ja. Und bietest du auch Kurse an, also gehst du zu Vereinen oder so, machst du Auswärtskurse oder kommen alle Leute zu dir? Also mein Hauptsitz ist da in der Nähe von Zürich, da ist das Monty Roberts Learning Center. Ich gehe auch noch außerhalb, sobald ein paar Leute Interesse haben, kann ich irgendwo hingehen. Es muss einfach ein Roundpen zur Verfügung stehen, dass man darin arbeiten kann. Und ich gehe auch nach Deutschland und wahrscheinlich dann auch nach Österreich. In Deutschland habe ich in der Nähe von Stuttgart noch einen Sitz, wo ich was machen kann. Du warst jetzt auch dabei bei der Auswahl der Pferde. Du hast da mitgeholfen, maßgeblich. Was sind für Pferde gekommen heute und auch sonst bei der Show? Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Einmal vom Alter her ganz junge, also ab 2-jährig bis relativ alte. Dann gibt es Pferde, die einfach roh sind und noch gar kein Training hatten, die dann als Starter benutzt werden, also eingeritten werden heute Abend. Und dann gibt es Pferde, die schon sehr viel Erfahrung hatten und vielleicht kicken oder Problempferde einfach sind, Buckler, Steiger, Pferde, die einfach beim Reiten Probleme machen. Und dann die letzte Kategorie ist eigentlich die, dass die Pferde nicht verladen werden können. Da kommen auch noch Non-Loader, nennen wir diese Kategorie, da kommen auch noch ganz viele dann meistens. Und wir laden immer von jeder Kategorie eben Pferde ein, damit Monty dann schauen kann, welches das Beste für heute Abend ist. Und nach welchen Kriterien wählt er die Pferde aus? Er selbst, er hat einen Punkteplan im Grunde und schreibt dann irgendwann auf die Punkte. Aber wie er das selbst entscheidet, das kann ich auch nicht sagen. Das müsste Monty genau erklären. Aber ich denke, es hat viel mit Erfahrung zu tun, die er schon hat, welches Pferd einfach für die Abendveranstaltung am besten ist. Und er schaut die nur 3-4 Minuten im Roundpen an, schaut, ob die eben nicht, also dass sie gesund sind, dass sie nicht lahm sind, weil wir können kein lahmes Pferd heute Abend haben. Und schaut zum Beispiel am Mittag die eben an, ob die wirklich Angst haben vor Plastik zum Beispiel. Und wenn die natürlich nicht reagieren würden auf so einen Plastikstick, wenn wir mit dem kämen, dann ist es natürlich nicht so gut, weil dann könnte er am Abend den Leuten gar nicht zeigen, was man damit machen kann. Und nach diesen Kriterien im Grunde wählt er dann. Also jetzt heute Abend, wir haben ja wieder ein Pferd, das nicht verladen werden kann, ein sehr bekanntes Problem. Wieso sind gerade die Verladeprobleme so häufig? Es ist natürlich eine ziemlich unnormale Sache für ein Pferd, in so einen kleinen Platz reinzugehen. Ein Pferd ist natürlich ein Fluchtpferd und es möchte natürlich immer die Option haben, dass es auch fliehen kann. Und in der Enge, eigentlich ist die Enge nicht das Normale fürs Pferd. Und ein Pferd geht natürlich normal ganz ungern in den Hänger rein. Und wenn es natürlich vielleicht, wir hatten ein paar Pferde, die einfach Unfälle in Hängern hatten, also schlechte Erfahrungen und dann vielleicht Schmerzen empfunden hatten aufgrund dieses Unfalls. Und dann haben die natürlich regelrecht Angst, dann nochmal reinzugehen. Also wenn sich jetzt jemand für die Arbeit, für die Join-Up-Methode interessieren würde, dann wäre er bei dir auf jeden Fall richtig. Du wärst die Ansprechperson für die Schweiz. Ja genau, ich gebe Kurse und man kann jederzeit zu mir kommen. Okay, herzlichen Dank. Bitte sehr.